Hallo Freunde, ich kann nicht mehr. Ja, das ist eine Entscheidung, die ist mir ziemlich schwer gefallen. Ich habe auch lange drüber nachgedacht und mir dann auch überlegt, okay, ich muss einfach ein Video drüber machen und muss euch das mitteilen. Ich kann nicht mehr so weitermachen, wie ich es bisher gemacht habe. Nee, das geht nur wirklich nicht. Ich muss doch langsam mal ein bisschen mehr Konzept reinkriegen. Sorry, falls ich jemanden erschrocken habe. Also was ich in meinem Konzept eigentlich großartig ändern möchte, ist jetzt so eine Art Zeitplan reinzubringen und ein paar Regeln für mich. Fangen wir mal an mit Samstagsvideos. Samstagsvideos bekommen die Impressionen des Beckens. Somit haben wir immer eine Woche von der einen Impression bis zur nächsten und das Becken hat auch Zeit, irgendwas zu tun. Für diejenigen unter euch, die das Thema, das Samstagthema nicht so wirklich interessiert, werde ich auch die Impressionen wieder ausgliedern. Die werden dann aber erst am folgenden Montag dann veröffentlicht. Ob das jetzt in Stein gemeißelt ist, kann ich euch nicht sagen. Also ich gebe mein Bestes und versuche zumindest jedes Samstagsvideo hinzubekommen. Unter der Woche plane ich 1 bis 2 Videos. Das heißt, wenn ich weiß, okay, ich kriege 2 Videos hin, dann mache ich 1 am Dienstag, 1 am Donnerstag. Und wenn ich nur 1 hinkriege, dann kommt es eben am Mittwoch. Ja, das wird jetzt auch für mich ein Experiment. Ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann. Aber wir werden sehen, sagte der Blinde. Inhaltlich wird sich da jetzt nicht wirklich was tun bei mir am Kanal. Ich werde weiterhin über mein Aquarium reden. Ich werde auch diese kleine Viam-Serie im Auge behalten. Was würde ich anders machen? Das ist aber eine lockere Serie. Die ist sozusagen der Lückenfüller, wenn ich keine anderen Themen habe. Und im Moment habe ich da einige Ideen. Neben der Viam-Serie bringe ich dann auch noch weiterhin ab und zu mal meine Meinungsvideos, wie zum Beispiel hier die Top 10 der Ethis. Werde auch, wenn ich meine, genügend Tipps und Anregungen zu einem Thema zu haben, was für Anfänger interessant ist, werde ich auch die Aquarium für Einsteiger und Anfänger werde ich weiterhin führen. Wobei ich auch schon gelesen habe, dass manch Aquarianer, der sich schon das ein oder andere Jahr mit dem Thema beschäftigt, das ganz interessant fand. Ja, zu dem Thema Serien habe ich einen kleinen Spoiler für euch. Am Dienstag wird etwas kommen, was eine neue Serie einläutet, die etwa zu sehen ist wie die, die bis jetzt laufen. Also sprich, es ist eine offene Serie und ich werde etwas dazu sagen, wenn ich meine, das muss jetzt raus. Am Donnerstag werde ich eine Serie starten, die etwas mit Breaking Bad zu tun hat. Nicht wirklich. Ist einfach eine abgeschlossene Serie wie Breaking Bad. Und ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe nur 5 Finger, das werden wahrscheinlich 5 Teile werden. Und am Donnerstag wird dann der erste Teil kommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagen würdet, was ihr davon haltet. Von dem Plan, den ich jetzt habe. Wobei die mich schon lange sehen, die wissen, dass ein Plan bei mir auch schon mal schief gehen kann. Also drückt mir die Daumen, dass es funktioniert. Ich habe lange, wirklich lange drüber nachgedacht und dachte, ja, jetzt mal nach einem Jahr kann man so langsam mal Struktur in diesem Kanal reinbringen. Das ist für mich gut, das ist für euch gut. Ich denke, das ist eine Win-Win-Situation. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Video, euer Detlef.